Schließ mal deine Augen und ich habe dir davon erzählt, wie sich dein Körper weitet, wenn du glücklich bist. Wie dein ganzes Feld aufmacht, wenn du verliebt bist. Fühl einmal in deinen Körper hinein, ganz egal, wie es ihm jetzt im Moment gerade geht. Geh in Kontakt mit ihm. Er ist dein heiliger Gral. Er hat alles gespeichert, was du in dir trägst. Alles, was du loslassen möchtest, aber auch alles, was auf dich wartet. Fühle einmal deinen Körper und fühle einmal, ob er sich dicht und schwer anfühlt. Oder schon aufmacht und weit ist. Wie geht es ihm gerade? Fühl einmal in dich hinein und achte drauf, ob ein Ja oder ein Nein kommt, ob du bereit bist für einen Quantensprung in dir. Ist dein Körper bereit, in die Leichtigkeit zu gehen? Ist dein Körper bereit, aufzumachen, seine Schwingung zu erhöhen, Altes loszulassen und Neues einziehen zu lassen? Und ganz egal, ob er mit Ja oder mit Nein geantwortet hat, lasst uns einmal die Gabe der Fantasie nutzen, dieses Tor. Was wäre, wenn all das, was jetzt noch zwischen dir und deinen Träumen, deinen Wünschen steht, vollkommen geheilt wäre? Wenn es all diese Hindernisse in dir nicht mehr gäbe? Wenn du keine Ängste mehr vor deiner eigenen Größe hättest? Wenn all deine Ideen und Überzeugungen vollständig gewandelt wären. Was wäre, wenn du dich als das Wesen wahrnehmen könntest, das du in Wahrheit bist? Nur fühlen bitte, nicht denken. Was wäre, wenn dein Körper jeden Tag seine Schwingung um ein gutes Stück erhöhen würde, wenn sich alles immer leichter, immer freier, immer glücklicher anfühlen würde in dir? Nichts machen, nur fühlen. Nutze einmal deine Fantasie und komm mit mir mit in eine eventuelle Zukunft, in der sich alles aus deinem Leben verabschiedet hat, was nicht zu dir gehört, was dir überhaupt nicht entspricht. Eine Zukunft, eine mögliche Zukunft, in der du dich von allem gelöst hast, was sich jetzt noch schwer anfühlt. Und in der deine Seele dich in jedem Moment mit all dem beschenkt, was sie sich für dich wünscht. Stelle dir vor, wie deine größten Träume Realität geworden sind. Fühle. Fühle genau das. Was wäre, wenn all das, was ich mir so sehr wünsche, bereits hier in meinem Leben manifestiert wäre?
Sei kreativ. Bremse dich ja nicht. Geh weiter. Mach es größer. Da geht noch mehr. Und fühle bitte, wie fühlt sich dein Körper an? Bist du glücklich? Was ist das für ein Glück? Ist es dieses himmelhoch jauchzend? Oder ist es ein ganz weiches, ruhiges Glück? Könntest du die ganze Welt umarmen? Liebst du? Liebst du dich? Liebst du die Menschen? Liebst du alles, was ist? Vielleicht guckst du auf dein Bankkonto, auf deinen Kontoauszug und kannst es überhaupt nicht fassen, weil sich das, was da drauf ist, jeden Tag zu verdoppeln scheint. Und jetzt wollen wir einmal gucken, was wünscht sich deine Seele für dich? Bleib in diesem Zustand und jetzt bitte ich deine Seele einmal, dir genau das Leben zu zeigen, was sie sich für dich wünscht. Welchen Zustand wünscht sich deine Seele für dich? Welche Erfahrungen wünscht sich deine Seele für dich? Lass es dir zeigen. Und jetzt lass dir das wichtigste Gefühl zeigen, um das es für dich in deinem Leben geht. Lass dieses eine Gefühl, diesen einen Zustand richtig groß werden. Ganz stark. Was ist dein Ziel? Und nun stelle dir vor, du bist ein durch und durch magnetisches Wesen. Und du könntest hier in diesem Zustand, in diesem Gefühl, an diesem Moment und in dieser Realität, in der du dich jetzt gerade befindest, einen goldenen Seelenmagneten deponieren. Einen Magneten, der dich in deinem Leben jeden Tag ganz stark in genau diese Richtung ziehen wird. Du trägst in dir das Gegenstück dazu, den zweiten Teil dieses Magnetens. Du deponierst ihn hier. Atmest ganz bewusst
dieses Gefühl, diesen Zustand, all diese Möglichkeiten in deinen Körper ein. Manifestieren bedeutet, Geist in die Materie zu bringen, in deinen Körper. Dafür bist du hier. Wir alle sind Schöpfer und wir schöpfen auf diese Art und Weise. Wir erschaffen Realität. Wir sind Realitätenerschaffer. Und während du dich dann aus diesem Zustand in deiner Zukunft langsam zu lösen beginnst und spürst, wie es dich immer mehr ins Hier und Jetzt zurückzieht, wird dir bewusst, dass all die Tore in diesem Zustand sperrangelweit offen sind. Keine Angst der Welt, keine Überzeugung der Welt kann dich davon abhalten, in diese Zukunft hineinzuwachsen. Du weißt, dadurch, dass alle Türen offen sind, fließt diese Energie in jedem einzelnen Moment in dich, in deinen Körper und in deinen Alltag. Und in diesem Gefühl kommst du langsam ins Hier und Jetzt zurück.